AVS Media Day. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video habe ich wieder mal für euch einen neuen Mania-Glitch am Start. Der hier ist zwar leider auch nicht solo, aber der Part vom Kumpel ist sehr, sehr einfach. Er muss auch nicht sehr viele Schritte machen, es sind viel zu kleine Schritte. Und er braucht an sich gar nichts, ja, er braucht keine Basis, keinen Bunker, keine Sorge. Und macht das Ganze so, dass ihr das wirklich in einer Sitzung nur für Spieler mit Einladung macht. Links oben könnt ihr das sehen, ja, macht es wirklich nur in der nicht in der geschlossenen Freundesitzung, sondern nur in der Einladungssitzung, ja. Bei der Xbox One sollte das, glaube ich, auch funktionieren, aber bei euch ist es halt echt schwer, oder ich weiß nicht, wie das bei euch mit der Chatparty ist, ja. Ich mache das Ganze hier über die Chatparty, ihr könnt es euch aber hier so anschauen, wie ich das ungefähr mache. So, und was wir hierfür benötigen, ist halt die Basis, ja, wie gesagt, Kumpel braucht halt gar nichts. Ja, er muss einfach nur in eure Basis, in einen Job gehen, das werde ich euch auch noch rechts oben einblenden. Ihr braucht auch nicht die Avenger. Ihr könnt es mit dem MOC machen, aber mit dem ist es einfach nur viel zu umständlich. Ja, ich habe es einmal geschafft, es dauert viel zu lange, deswegen empfehle ich euch das wirklich mit einem anderen Apartment, ja, mit irgendeiner anderen Garage zu machen. Ja, 10er, 6er, 2er funktioniert auch. Ihr könnt euch hier in der Nähe einfach eine kaufen. Und ihr braucht hierfür ein iFruit-Kennzeichen. Falls ihr keins habt und schon sogar in der Sperre seid, dann lohnt sich's für euch auch nicht. Ja, wie gesagt, hier braucht ihr ein iFruit-Kennzeichen. Und bezüglich der Autos, dupliziert bitte keine Narrow Customs, keine X80 Proto, keine Deluxos. Die besten drei Bennys Autos sind und bleiben der Karin Sultan RS, dann der Progen Italy GTB, und hier mit Abstand die beste Karre ist und bleibt der LG Retro Custom. Natürlich alle drei Autos am besten mit iFruit Kennzeichen, ja. Ansonsten bekommt ihr dreckige Kopien und das empfehle ich euch gar nicht, ja. Macht es wirklich mit einem iFruit Kennzeichen. So, ich mache das mit dem Retro Custom wie üblich. Ich habe hier auch nur noch 7 Stück, glaube ich, das sind genau 7 Retros hier bei mir drin. Müsst ihr halt nicht haben. Wie gesagt, ist egal auf welchem Schleppplatz der mit dem iFruit steht. Und bezüglich der anderen Garage, die halt am besten voll sein muss mit RH8 oder Fagios, das ist euch überlassen. Ich habe, glaube ich, hier nur einen einzigen, weil ich zeige euch nur anhand eines Autos, wie der Glitch funktioniert. So, wo habe ich den? Ich glaube in Penthouse 1. Genau, hier ein kostenloser RH8. So, also, wir machen das dann wie folgt. Wenn euer Kumpel auch in der Einladungssitzung ist, macht ihr über das Interaktionsmenü Basisverwaltung in die Basis einladen. So, Einladung ist rausgegangen. Und jetzt rechts oben natürlich der Part vom Kumpel. Nimmt halt ganz normal die Einladung an über das Handy. Dann spawnt er ganz normal in eurer Basis. Und seine Schritte, wie gesagt, sind halt einfach. Er drückt die Optionstaste, geht auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, eine Mission, einfach die allererste, ein Job für einen Titan. Es ist eigentlich egal, welche Mission er annimmt. Und dann macht er einfach Spielersuche, Einstellungen bestätigen, Spielersuche einfach am besten auf geschlossen. Und entweder den linken Stick nach oben oder nach unten, so dass es ihn halt nicht aus der Sitzung raushaut oder halt aus eurer Basis auch, ja. So kickt es ihn nicht raus, entweder mit einem Gummiband oder mit Taserband oder hält halt. Das ist mir vollkommen egal, weil dann fliegt er nicht raus, okay? Und er bleibt immer so hier drin, in dem Job. Das heißt, die Aufnahme kann ich eigentlich hier stoppen. Das war auch schon sein Part, ja, wie gesagt, sehr einfach. Finde ich ultra einfach. Und ihr macht es dann so, ihr steigt hier in diesen Wagen ein, den ihr duplizieren wollt. Und ich mache das hier halt über die Party, ja. Ihr drückt die PS-Taste, geht auf die Party. Wenn ihr halt mit eurem Kumpel in der Party seid, müsst halt beide online sein. Wenn ich jetzt hier das erste Mal der Sitzung beitrete, ja, euer Kumpel ist in der Mission. Die erste Meldung kommt leicht versetzt später, sagen wir. Was heißt leicht versetzt? Ja, die kommt 2 Sekunden später vielleicht, ja, die Meldung. Ihr könnt es auch von der ersten Meldung hitten, wenn ihr so gut seid. Oder auch von der zweiten, von der dritten, von der vierten, von der fünften, das ist egal. Aber ab der ersten ist es so, dass es halt wesentlich schneller kommt, die zweite. Und die dritte genauso. Ab der zweiten und dritten, vierten sind die immer gleich, aber die kommen schneller wie die allererste. Passt auf, ich drücke jetzt einfach Sitzung beitreten. So,
da kommt sie erst. Ja, und jetzt passt auf, ich zeige es jetzt nur als Beispiel. Die zweite, die wird viel schneller da sein. Ich mache wieder zweimal PS-Taste, X, nochmal X und zack, die ist viel schneller da. Und die nächste wird jetzt genauso schnell da sein. So, meine Batterie ist hier leer, sorry. Ich muss kurz den Controller wechseln. So, jetzt bin ich hier schon reingegangen, das war schon falsch, jetzt kann ich wieder hier nochmal. Das war ein totaler Fail. Also, zum Glück bin ich wieder in der Basis. Ja, ihr seht, es ist nichts passiert. So, also nochmal, ich gehe rein in den Wagen, mache ihn an, Doppel-PS-Taste. Also, jetzt mache ich das so, ich drücke der Sitzung beitreten und dann drücke ich wirklich dreimal schnell einfach die Gas-Taste, ja. Und dann müsst ihr hier wirklich schnell sein, so dass ihr dann die erste Meldung sehr schnell annimmt und in der zweiten wartet ihr einfach. Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Passt auf, ich drücke jetzt einfach X, dann dreimal schnell Gas und die erste Meldung annehmen und in der zweiten warten wir genau 40 Sekunden. Über 40 Sekunden am besten. Passt auf, Sitzung beitreten. Jetzt spamme ich schon R3. R2 meine ich. Nein, es hat nicht funktioniert. Es hat hier nicht funktioniert. Weil wir sind hier auf der Map. So, nochmal. Am besten geht ihr hier, dann wenn ihr es nicht geschafft habt, einmal in einen Job rein. Weil wenn wir jetzt so direkt in die Basis reinfahren, bekommen wir so einen weißen Bildschirm. Das ist nicht so gut. Also einmal raus. Es ist gut, dass es hier bei mir auch so einen Fail gegeben hat. Dann könnt ihr sehen, was ihr machen müsst. So, wir steigen jetzt hier nochmal ein, fahren rein. So, jetzt steigt er aus, ich steige nochmal ein, mache das Auto an. Ich mache das jetzt nochmal von der zweiten Meldung, weil ich glaube immer, die zweite Meldung kommt immer schneller. Doppel-PSN-Taste, Sitzung beitreten. Genau, abbrechen und jetzt mache ich den Glitch von der zweiten, weil die kommt viel schneller, die Meldung. Also Sitzung beitreten, dreimal Gas und dann sehr schnell die erste Meldung annehmen. Sitzung beitreten, Gas, X. So, und in dieser Meldung warten wir genau 40 Sekunden, ja, nicht drunter. Also das waren jetzt bei mir knapp über 40 Sekunden, dann nehmt ihr die zweite Meldung an, dann solltet ihr unter der Map sein. Ja, passt auf, so hier, ja, ich habe es geschafft, ja, vom zweiten Mal, das erste Mal war halt ein Fail, ist nicht schlimm. Und wenn ihr dann unter der Map seid, wenn ihr schnell genug gewesen seid, wirklich schnell, ja, dann drückt ihr einfach nur Gas. Vorwärts oder rückwärts, vollkommen egal, dann fliegt ihr so nach unten, ja. Und dann landet ihr hier so ganz normal auf der Straße irgendwo. Und jetzt ganz, ganz wichtig, wenn wir hier aussteigen, darf nicht das Fahrzeugsymbol links unten in der Minimap sein. Ja, normalerweise ist da das weiße Autosymbol. Es ist hier nicht vorhanden. Ja, und wie gesagt, jetzt fahre ich halt wirklich in die Garage, wo halt sich meine RH8s befinden. Am besten voll natürlich. Und das Ganze spule ich halt jetzt hier natürlich für euch vor und dann hören wir uns auch schon wieder. So, wenn ihr dann bei der Garage ganz normal angekommen seid, so wie ich auch, steigt ihr aus dem Wagen aus, ja, lasst ihn hier einfach so stehen. Jetzt gehe ich hier ganz normal in mein Penthouse 1 rein. So, zack. Und dann steige ich hier in diesen RH8 ein. Fahr dann raus. Steig hier aus, steig in den Retro wieder ein, ganz easy. Und fahr hier in Penthouse 1 rein. So. Gab es hier noch sogar ein Duplikat, das ist aber nicht schlimm. Wir gehen mal kurz zur Fahrzeugliste hier.
Nur Retros, ja, ihr seht es. Der hier ist zwar voll verbuggt. Ich switche ihn sogar noch einmal rum. Jetzt, genau, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und wie gesagt, jetzt ist hier eins ganz normal mit G-Twist-Kennzeichen. Schauen wir mal kurz drauf. Jawohl. Perfekt. Und jetzt zeige ich euch noch natürlich in der Basis den anderen Retro, dass er wirklich noch da ist. So, jetzt sind wir hier ganz normal in der Basis, ja, da wird jetzt da links oben noch nicht angezeigt, der Retro. Jetzt gehen wir mal schnell zum blauen Kreis. Die Bett nach rechts. Genau, der wird hier nicht angezeigt, das ist hier einfach nicht mal der Pfeil angezeigt. Aber den switche ich jetzt einfach mal hier rüber und er ist wieder da. So, kann ich ihn wieder zurück switchen. Und das war's eigentlich schon, ja. Schauen wir mal schnell hoch noch. Dass er ja noch das G-Twist-Kennzeichen hat. Bam, da ist es, ihr seht es. Also hier ist ein Retro drin. Und natürlich das mit dem iFruit auch noch in der 10er Garage. Ja? Wie gesagt, macht das nur mit dem iFruit-Kennzeichen. Wenn ihr das ohne macht, bekommt ihr dreckige Kopien. Und das empfehle ich euch wirklich nicht. Hier Penthouse 1, wie gesagt, nur Retros. Ja, hier in der Mitte war der RH8. Also ich hoffe, ihr habt den Glitch verstanden. Ja, ist ein bisschen blöd, sage ich mal, mit dem Fahren oder mit dem Fliegen, aber das geht schon, ja. Das ist besser wie gar nichts. Ihr könnt mir hier sehr gerne ein Like da lassen und auch natürlich kostenlos abonnieren. Und natürlich hören wir uns mit dem nächsten Video. Peace.